Folge 1 der Penny DEL Eishockey-Grillmeisterschaft. Wir sind die Titelverteidiger. Heute rupfen wir die Wild Wings. Titelverteidiger? Wer? 14 Teams, 7 Duelle. 2 Teams, 2 Gänge, 1 Duell. Pro Gang gibt es maximal 30 Punkte. Um den hier geht's und mit diesen Jungs starten wir in die neue Saison. Viktor Buchner. Daniel Neumann. Schwenninger. Wild Wings. Bei welchem Punkt seid ihr denn jetzt? Freestyle. Maximilian Eisenmenger. Dennis Reul. Adler. Mannheim. Habt ihr das Rezept gelesen? Entschuldigung. Und jetzt wird's wieder richtig heiß am Grill. Neue Saison, neue Gesichter. Ich bin Jana und an meiner Seite ist zum einen unser Schiedsrichter Alexander Polacek und unsere Chefköchin in dieser Saison ist Meta Hildebrand. Hi. Und was für ein Auftakt. Der amtierende Titelverteidiger aus Mannheim gegen die Schwenninger Wild Wings. Und damit haben wir auch noch ein bisschen Derby-Charakter gleich hier zu Beginn mit dabei. Wollen aber zunächst einmal wissen, was landet denn überhaupt auf dem Grill? Meta. Auf dem Grill landet man zuerst als Vorspeise ein Zucchini-Päckchen. Gefüllt mit, das verraten wir gleich vorher, aber bitte, hast du eine Pfeife dabei? Also Jungs. So Jungs, ihr hattet ja jetzt auch bisschen Sommerpause. Wie oft wurde denn da der Grill angeworfen? Bei mir tatsächlich noch gar nicht. Bei mir auch erst ein, zwei Mal. Also bei uns haben sie die Profis geschickt. Rückblick 2022, Tim Wohlgemuth und Luca Tosto, damals noch Adler, holen die Trophäe nach Mannheim. Also können Maxi und Dennis den Titel verteidigen und gleich beim ersten Gang Zeichen setzen. Die Vorspeise ist super cool, weil sie ist super einfach zu machen, mega lecker. Klingt übrigens auch toll in einer Pfanne zu Hause. Und sogar für Veganer geeignet, wenn wir sehen, wir haben hier einen veganen Hirtenkäse. Auch noch. Ja, das Entscheidende bei den Zucchini-Päckchen ist natürlich, dass die Zucchini genügend lange ist, um sie überhaupt einrollen zu können. Dünne, lange Streifen zu schneiden. Na ja, aber da geht's doch da drüben. Da drüben funktioniert's doch. Vorausgefühl. Nee, absolut nicht. Ja, am Anfang hatten wir mit der Zucchini das Problem, dass die Reibe oder das Hobel irgendwie nicht wirklich funktioniert hat. Und noch Fragen? Polo, noch Fragen? Sag mal. Ich hab einen falschen Beruf heute. Guck mal, ja. Fast. Soll ich noch mal vormachen, oder? Ich probier's gleich, vielleicht riech's auch so. Zucchini ist natürlich sehr unterschiedlich in der Größe. Und wenn man natürlich so ganz große Breite hat, die es manchmal nur mal gibt, dann wird's ein bisschen schwieriger. Dazu braucht's ein tolles Messer oder einen richtig erstklassigen Hoben und ganz ehrlich, ein bisschen Routine. Du machst es super. Naja, konzentrier dich. Nein, die drüben haben viel mehr Probleme. Wir haben die erste Verletzung. Ja, beim Zucchini-Scheiben schneiden wollte ich die über dieses Brett hobeln. Ja, und dann haben die sich unten aufgerollt und dann habe ich ein bisschen zu fest gedrückt und dann habe ich meinen Finger gehobelt. Ich glaube, ich bräuchte und Pflaster. Ja, das war natürlich eine Katastrophe, dass sich der Maxi am Finger verletzt hat. Zum Glück hat er den Finger behalten und das war nur eine kleine Schnittwunde. Eisi, besteht die Chance, dass wir dich durchbekommen oder spielst du denn in der nächsten Saison? Ich bin verarztet, ist schon wieder am Start. Alles gut. Bist wieder am Start, ja? Gut. Hätte ich es nähen müssen, wären wir beim Abbruch, glaube ich, gewesen. Aber wir sind natürlich keine Fußballspieler, sondern Eishockeyspieler und wir kennen keinen Schmerz. Und jetzt gegen den Titelverteidiger hier anzutreten, heute ist das extra Ansporn oder ist das eher angsteinflößend? Ich meine, wer sich in den ersten 5 Minuten den Finger schneidet, kann nicht gut sein, oder? Ist ja klar, dass für Schwenning einfach ist, wenn Meta für sie kocht. Die Hilfe nehmen wir natürlich sehr gerne an. Ah, jetzt sehr wieder, gerne. Jetzt wieder. So. Ist das alles Salz, was da liegt? Ja, klar. Okay. Also wenn die Zucchini schön dünn geschnitten ist und man sie salzt, dann entzieht das Wasser, worauf das natürlich automatisch die Zucchini schön weich macht. Dadurch lässt sie sich besser rollen. Achtung, ganz wichtig, wer natürlich zu großzügig salzt, hat ein ganz anderes Problem. Dann scheint natürlich die Vorspeise wie verliebt. Dementsprechend muss man dann dieses Salz natürlich wieder abwaschen. Ich bin in meinem Modus gerade. Dein Modus? Vorsicht, wir hatten schon eine Verletzung. Jetzt nicht beim Tomatenaufspießen hier die nächste. Ja, die tun immer so, als würdest du gut laufen da drüben. Wir sind gar nicht mal so schlecht.
Auf dem Grill soll es halt irgendwann auch noch. Ich wollte gerade fragen, das Ganze heißt ja hier die Penny DEL Eishockey Grillmeisterschaft. Ob der Grill auch noch ins Spiel kommt, oder? Ja, der Grill steht ja hinter uns. Man sieht ihn ja eingeblendet. Man sieht. Der ist aber nicht nur Deko, Dennis. Hier brutzelt es auf jeden Fall richtig schön. So, und hier ist noch gar nichts auf dem Grill. Das Schwierigste an den Zucchini-Päckchen war auf jeden Fall dieses Zusammenrollen, dass der Käse drin bleibt und die Zucchini auch am Spieß hängen bleiben und nicht auseinanderfällt. Ja, 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 ja. Ja, wir haben ja Koros angebraten, aber wir haben Fett da verloren auf dem Weg dahin. So, es geht ja richtig gut los hier bei der Grillmeisterschaft. Ich habe das Gefühl, das ist eine Vorspeise für echte Feinmotoriker. Ja, es ist durchaus auch mit den Händen möglich, ein wenig fingerfertig zu sein, allerdings nicht mit meinen. So Jungs, jetzt ist genug mit dem Ungefummel, jetzt ist Zeit zum Probieren. Los! Die Zucchini ist doch durchgeworden, ne? Trotz der kurzen Zeit auf dem Grill. Ja, so durch ist ein starkes Wort. Jetzt erwarte ich natürlich viel hier vom Titelverteidiger, ne? Der Druck ist da. Dann probieren wir mal. Nichts Falsches sagen, ne? Jetzt würde ich sagen, durch ist ein starkes Wort. Punkte fehlen noch. Wir starten mit dem Team aus Schwenningen und von mir gibt es leckere 7 Punkte. Von mir gibt es sehr gute 6 Punkte. Fleißige 6 schließe ich mich an. Macht also 19 Punkte für Schwenningen. Wir machen weiter mit dem Titelverteidiger aus Mannheim. Mir war es ein Schnuff zu salzig, ich gebe 6. Für mich hätte es ein bisschen länger auf dem Grill sein können, deswegen 5. Etwas grobmotorisch, aber trotzdem 5. Macht 16 Punkte und damit geht das Team aus Schwenningen in Führung nach der Vorspeise. So kann es gehen. Nach der Vorspeise liegt der amtierende Titelverteidiger aus Mannheim mit 3 Punkten hinten. Jetzt wartet dann bei der Hauptspeise was Handfestes auf uns. Was kommt auf den Grillmeter? Also wir bleiben bei den Spießen und machen einen Hähnchenspieß mit Paprikas. Dazu gibt es eine Schokoladen-Barbecue-Soße, Rotweinschalotten und begleitet von einem Eisbergsalat. Das klingt sehr gut. Und somit würde ich sagen, ran an die Hauptspeise. Ja, der Hauptgang mit Schokolade, mit Barbecue, mit Power, mit Aromatik. Wer hier nicht richtig fein und schön arbeitet, der kriegt das gar nicht hin. So Jungs, der Druck ist da. Back-to-back-Champion ist in Gefahr. Wir sind jetzt aufgewärmt und jetzt kommt der Comeback. Habt ihr das Rezept gelesen? Entschuldigung. Kleine Stückchen? Für dich sind das kleine Stückchen, für mich sind das ganz große Stückchen. Eine Cola? Ja. Jetzt wird's aber ganz wild hier. Ich habe einen TikTok gesehen, wie Schaschlik in Cola mariniert wurde. Und es sollte einen so Barbecue-Flavor ergeben. Und da habe ich mir gedacht, hey, das kannst du vielleicht bei Hühnchen probieren. Jetzt badet das Hähnchen in der Cola. Das ist eine Eigeninterpretation. Und ganz ehrlich, warum nicht? Cola hat halt die Eigenschaft, dass wenn man was einlegt, es automatisch zart wird. Zeitgleich hat es natürlich diese Süße, diese schöne dunkle Farbe. Und wer mag denn Cola nicht? Das sieht schon richtig, richtig lecker hier aus. Und natürlich auch ihr zu Hause seid herzlich eingeladen, auch in diesem Jahr das alles hier nachzugrillen, nachzukochen. Alle Rezepte gibt es auf penny.de/grillen. Bei welchem Punkt seid ihr denn jetzt? Freestyle. Wahrscheinlich ein bisschen viel, die ganze. Steht die ganze? Ich weiß es nicht. 60 Gramm. Okay, wir sind bei ungefähr 100 Gramm. Ja, dann machen wir das nach Gefühl. Ganz ehrlich, die Schokolade schmilzt auch noch von allein. Es reicht, mach sie in den Topf. Im Hähnchen-Paprikaspieß lag die Herausforderung, dass man quasi bei der Barbecue-Schokosoße die Schokolade nicht zu sehr anbrennen lässt und die Soße nicht zu sehr anbrennt, sonst wird sie hart. Apropos Grill. Da brennt was. Gerettet. Die Erklärung ist, dass der Maxi nicht aufgepasst hat, weil er für die Soße verantwortlich war. Sie sind auf jeden Fall alle sehr ungeduldig, weil wenn man die natürlich ständig bewegt, dann gibt es gar keine schönen Röstaromen. So, und Dennis macht gerade den Grill auf und denkt sich so, oh, jodo, 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 jodo.
Nee, alles gut. Geduld ist ja etwas, was man lernen muss. Und das nicht nur im Sport, auch in der Küche. Und wenn man ein Hähnchen auf den Grill legt und nach 5 Sekunden das Gefühl hat, dass man das wenden kann, kann ich dir nur eins sagen, es klebt. Ihr konzentriert euch sehr auf euch selbst. Ne? Mal so irgendwie ein bisschen Gegneranalyse oder so ist gar nicht drin. Ich denke, wir haben schon gute Karten. Du musst nur mal darüber schauen zum Dennis. Würdest du da freiwillig rübergehen und an dem seinen Grill fassen wollen? Berechtigter Punkt, Polo. Jungs, ich würde sagen, die letzten 5 Minuten laufen. Wenn du eine feste Tomate hast, einmal rundherum. Ob ich mir das mit meinen Fingern zutraue, ist eine andere Frage, ne? Kriegst du das hin oder schneidest du dir wieder einen Finger? Ja, ich weiß, ich glaube nicht, dass ich das machen sollte, oder? Das mache ich eigentlich sehr gerne, solche Tipps zu geben. Die aber aus seinen eigenen zu verkaufen, das ist ein No-Go. Das hast du gerade gemacht, ne? Ja, klar, mit links. Einhändig. Sieht schön aus, oder? Ist klar. Das ist eine Tomatenblume. Ja, die Tomatenblume habe ich mit meiner linken Hand geschnitten. Die Tomate haben wir aber auch weggelassen. Weil uns ist auch nur eine gelungen. Abgeschmeckt, für gut befunden, 100% siegessicher. Ach, kleiner hatten wir es gerade nicht. Leicht ausnahmsweise große Klappe und was dahinter. Soll es auch geben. Drei, zwei, eins und fertig. Schwenningen hat gut vorgelegt, will jetzt natürlich nachlegen. Deswegen freue ich mich sehr aufs Tasting und ich würde sagen, wir fangen auch hier an. Ja, ich find's mega. Das muss schon uns überlassen. Also entscheidend schon mal, das Hähnchen ist durch, aber nicht doppelt gestorben. Ich sag's dir, es ist mega. Dann schauen wir rüber zum Titelverteidiger. Vorgelegt und nachgelegt. Das heißt, Mannheim muss jetzt. Ich sag jetzt schon, es ist mega. Das habe ich auch schon mal gehört. Ich fühle mich einfach leicht unbehagen, jetzt irgendetwas Negatives zu sagen. Aber dir kann nichts passieren, du hast starke Jungs im Rücken. Ja, eben. Ich sag mal, grillen können da alle. Muss man festhalten, das Hühnchen wirklich sehr gut. Dann sag ich, Punkte. 3 Punkte Vorsprung hat Schwenningen auf Mannheim. Wir starten mit den Punkten für Schwenningen. Von mir gibt's wirklich leckere 8. Von mir auch. Großzügige 9, weil Restaurantqualität. Dann wollen wir weitermachen mit den Punkten für Mannheim. Und auch hier gebe ich eine leckere 8. Wir sind uns einig, auch bei mir die 8 Punkte. Nochmal, glückliche 9. Und damit geht trotzdem der Sieg am Ende des Tages an Schwenningen. Jawohl. Titelverteidiger hat heute alles gegeben, aber leider hat es trotzdem nicht gereicht. Das erste Duell ist vorbei und hier die Zahlen. Unentschieden beim Hauptgang, doch die Vorspeise lässt Schwenningen glänzen. 44-41 am Ende. Ich bin also sehr erstaunt, dass die Jüngsten das so gut hinbekommen haben und dazu auch noch eine Leidenschaft zum Kochen mitgebracht haben. Bäm, Titelverteidiger geschlagen. Und ich kann alle Adler-Fans beruhigen, bis zum Saisonstart geht's wieder. Und dann läuft es auf dem Eis hoffentlich besser als am Grill. Der Glückwunsch geht in den Schwarzwald. Inwiefern ein Überraschungssieg? Ja, Überraschungssieg vielleicht nicht. Also wir hatten keinen Druck wie die anderen Jungs hier drüben mit der Titelverteidigung. Wir haben alles gegeben und haben uns den Sieg im Derby geholt. Ja, das tut natürlich weh, aber macht es dann während der Saison besser. Die Ansage geht direkt zurück. Die Retourkutsche gibt es dann also auf dem Eis. Hier am Grill geht es aber in der nächsten Woche schon weiter. Das war nämlich nur der Auftakt. Einen Back-to-Back-Champion wird es in diesem Jahr also schon mal nicht geben. Wir sind sehr gespannt, wer sich den Titel holen wird. Für heute sagen wir erstmal Ciao. Ciao.